Halli, hallo, hallöchen. Wir spielen wieder LS19 Landwirtschaftssimulator 2019. Ja, wir sind auf der PlayStation. Wir sind auf meiner regnerischen Karte, die Ellerbach. Ich sag mal 365 Tage, davon regnet's 360 Tage gefühlt. So, ja, wir haben noch ein Feld übrig zum Drillen, habe ich ja gestern gesagt, da muss ich mir noch was einfallen lassen, was ich da drauf mache. Auf jeden Fall haben wir hier erstmal die Tiere sauber gemacht und ich bin noch am überlegen, ob ich für den kleinen Schweinestall da noch eine Wasserpumpe organisieren kann. Ich muss jetzt, ne, ich habe noch das Wasserfass drüben, genau. Ich werde eigentlich mal noch Wasser rüberfahren. Ja, lauf ruhig vorbei. Hä? Scheiße auf die Landwirtschaft, die kann warten. Meine Güte. Jetzt wieder Überstunden machen heute. Ja. Muss auch auf den anderen Verkehr achten. So, da sind wir beim Haupthof. Ich hätte mal die Tore zumachen sollen hier. Die wären bloß nass und schwer. Die sind aus Holz. Wäre besser, wenn die zu sind. So, ja, das Geld ist weniger geworden. Warum ist es eigentlich weniger geworden? Das kann ich euch genau jetzt hier zeigen. Ich habe ein 1,5 Tonnen schweres Eisengewicht gekauft von Deutz und ich habe mir noch was gekauft. Eine Grimme GL 420 mit Kartoffeln hinten drin. Jawohl, wir machen auf dem letzten Feld machen wir Kartoffeln. Da es ja letztes Jahr so gut geklappt hat mit den Kartoffeln, vor allen Dingen bei der Ernte, habe ich gedacht, machen wir das nochmal, aber diesmal richtig. Genau, das wäre der Plan. Also wir würden Kartoffeln auf dem Feld drauf machen. Ich muss hier noch gerade mal noch das Wasserfass dran machen. So, ich will nachher noch für die Schweine Wasser rüberbringen. Wir stellen aber das gute Stück mal hier ins Trockene. Puh. Aber das ist wirklich unglaublich. Es regnet fast jeden Tag. Also wir haben jetzt Frühling gehabt. Es war noch kein Tag, wo es nicht geregnet hat. So. Am besten wäre natürlich, wenn es jetzt einen Mod geben würde für Seegras. Das würde hier wahrscheinlich sehr gut wachsen auf der Karte, so viel wie es regnet. So. Ja. Ich habe auch nicht umsonst so ein schweres Gewicht gewählt. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Ich heb mal hinten hoch, ne? Genau, ohne Gewicht hätte er jetzt eine Rückwärtsrolle gemacht. Okay, und wir fahren mal zum Feld. Feld 111 ist das, glaube ich. So, und diesmal brauche ich die Zwillingsbereifung definitiv. Erstmal wegen dem Gewicht. Was ich jetzt alles auf der Hinterachse habe. Und zweitens natürlich, um den Boden nicht extrem zu verdichten. So, jetzt wird es hier schon ein bisschen enge. So, und wir sehen, da unten steht schon jemand. Ich habe da schon angefangen zu grubbern.
Jetzt wollen wir hier noch versuchen, bei dem Regen ist halt auch der letzte Tag, wo wir noch was im Boden bekommen, glaube ich. Ansonsten ist Pflanzzeit um. So, ich werde mal hier die erste Reihe machen. Oder rein. Der macht ja... Was macht der eigentlich viel? So, klingt auf jeden Fall interessant hier. So, jetzt müsste das mit dem Traktor sein hier. Wir hauen das Ding wieder im Boden. Jawohl, so sollte es. So solltet gehen. So, auf jeden Fall geht da ordentlich Saatgut raus oder Kartoffeln. Da müssen natürlich ein paar im Boden. So, jetzt ist die Frage, Kartoffelmaschine, Sämaschine weiterfahren oder den Gruber. Aber ich würde sagen, der Gruber kann das sicher alleine. Kartoffelmaschine kann das auch alleine. Aber das macht irgendwie mehr Laune. Boah, der geht ordentlich ab hier. So, okay. Spurreißer haben wir draußen. Fahren noch ein Stück vor, hauen das Ding hier rein und machen da schöne Kartoffel rein. Ich könnte jeden Tag Kartoffeln essen. Ja, genau. Kartoffeln machen treu und doof. Aber mir schmecken die Dinge. Gut, man kann die natürlich auch in verschiedene Varianten machen. Man kann Salzkartoffeln machen, man kann Pommes draus machen, Bratkartoffeln, Stampfkartoffeln oder Kartoffelstock, geschwellte oder Pellkartoffeln. Ist eigentlich dasselbe, aber es heißt alles überall ein bisschen anders. Was ich auch noch ganz gern mag, Kartoffelpuffer, Kartoffelschnaps. Nein, so, fahr nicht über die Frischen rein, du Schlaumeier. Der hat auch Kartoffeln gegessen. Der ist auch nicht mehr ganz so.
So, die letzten. Ja, das Vorgewende müssen wir halt hier zum Schluss machen. Sonst gibt es da eine Katastrophe mit dem Verkehr. So, ich glaube, es wird schon ein bisschen heller. So ist halt ein bisschen schade, fressen hier die Schweine keine Kartoffeln. Aber so verkaufen wir sie. Wir haben, glaube ich, sogar noch welche im Kartoffellager. So, als nächstes muss ich dann sofort mal hier mit der Düngespritze drauf. Oder Düngestreuer, ich glaube, eine Spritze haben wir gar nicht. So. Wo ist denn da der Grubbermeister? Hängt der im Verkehr fest, oder was? Ah, war ich schon unten? War schon richtig. Meine Güte, habe ich gar nicht gesehen hier. Vom Bahnhof aus war es nicht zu sehen, damit es... Ah, da kommt er ja. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Saatgut. Wir haben noch was auf dem Hof und theoretisch könnte ich eigentlich das mit Kartoffeln füllen. Macht man ja in echt auch so. Aber das geht hier im Spiel genauso. Super, jetzt habe ich mich da um eine Reihe vertan. Ja. So, Kartoffeln im Seasons habe ich auch noch nicht gemacht. Also da bin ich auch gespannt, ob wir da was ernten. Weiß gar nicht, kann ich die, ich habe gar nicht geschaut, kann ich die eigentlich bei 10 Grad im Boden legen, aber ich denke schon. Ob sie nachher wachsen, ist das, ist die Frage.
glaube, die Kartoffelmaschine, Legemaschine ist ein bisschen breiter wie der Grubber. Da kommt er schon angerauscht hier mit seinen Grubber. Komm, wir machen bloß schauen, damit wir hier wegkommen. So, aber die Kartoffeln gehen eh zur Neige. Jetzt haben wir jetzt ein bisschen, ja, vielleicht haben wir die Hälfte, würde ich sagen. Also noch einmal voll machen. Habe jetzt zwar hier noch den Anhänger zu stehen. Ist aber die Frage, wollen wir zum Hof? So wie es richtig wäre. Wir machen das so, wie es richtig wäre. Wir werden Kartoffeln nochmal holen beim Hof. Ist ja nicht so weit weg. Ich denke, in echt würden sie da auch nicht extra beim Feld umladen, sondern schnell hier mal zum Silo fahren und Kartoffeln drauf machen. So, ich bin mir nicht sicher, ob ich noch eine Reihe schaffe. Ich denke schon. Der Fiat ist so laut, da höre ich gar nicht, ob mein Trecker hier überhaupt an ist, der Steier. So, wir haben zwar noch ganz bisschen drin, aber das reicht, glaube ich, nicht mehr, um einmal rüber zu fahren. Ich muss mal hier noch einen Spurreiser reinmachen. Diese Vorrichtung, das sieht aus, ob man da irgendwas noch dran machen kann. Nee, das ist irgendwas für eine Reihe zum Ziehen, glaube ich. Oder ist es nachher drunter geklemmt da, damit es nicht mehr der Tank nicht mehr runterklappen kann. Muss nachher nochmal gucken.
Aber jetzt schauen wir mal, ob ich alle Kartoffeln schon verhökert habe oder ob ich noch welche drin habe hier. Nö, sind noch welche drin. Zack. Boah, ey. Gleich mal wieder hier. Da hebt's ihn aus den Angeln. So, das eine Mal habe ich schon gefragt, ob ich denn alles zeigen soll, was man hier so in Seasons machen müsste. Oder ob ich da jeden Tag bloß ein bisschen was zeige. Und da hieß es, nein, alles zeigen. Ich hoffe, das ist auch immer noch so die Meinung von der Allgemeinheit. Okay, das sollte jetzt aber an Kartoffeln reichen. Wir haben gesehen, wir haben noch 50.000 Liter Kartoffeln drin. Und davon habe ich sicher schon 50.000 verkauft. Und das haben wir alles mit diesem kleinen Ernter aus dem Boden geholt und mit der Schaufel alles aufgeladen. Aber es ist gegangen, kein Problem. Geht einfach ein bisschen länger. Hat aber auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. So, ich glaube, die Leute am Feldrand hier sind auch völlig fasziniert. Die bleiben da immer stehen. Okay, jetzt hat der Gruber sich ein bisschen Vorsprung rausgearbeitet. Wir sind natürlich viel schneller mit dem Drehen, mit dem Wenden. Weil wir es einfach besser machen wie der Helfer. Und der fährt natürlich hier mit 17 km/h mit dem Gruber übers Feld.
So, wenn wir die aber richtig düngen, ich glaube, da kriegen wir ordentlich was raus an Kartoffeln. Warten die auf mich? Nee. So, wahrscheinlich müssen wir dann gleich mal noch den Grubber übernehmen, damit wir noch das Vorgewände grubbern können. Der ist gleich mal fertig hier, glaube ich. So, genau, das ist eigentlich das letzte Feld, was wir drillen müssen. Danach ist nur noch Düngen, Unkraut bekämpfen und so Sachen. Und irgendwann der Herbst. Erntezeit. Ah, genau. Und natürlich nicht vergessen, damit wir noch Gras, Heu, Silage machen müssen. Futter für die Tiere im Winter müssen wir natürlich auch noch. Aber sobald es trocken ist, werden wir da anfangen, die ersten Wiesen zu mähen. Ganz klar. Aber so schlecht kommen wir da gar nicht voran hier mit den kleinen Arbeitsbreiten, muss ich doch mal feststellen. Ich sag, wir hätten jetzt noch den ganzen Tag Zeit gehabt. Können wir mal gucken. Okay, Baumwolle braucht 18 Grad und Kartoffeln. Also gar kein Problem hier, hätten wir schon vorher einpflanzen können. Sind Spätkartoffeln, deswegen haben wir die so spät hier mit dem Boden gemacht.
Hier ist auch noch so eine schöne kleine Wiese. Habt ihr schon überlegt, ob ich nicht noch ein paar Schafe einsperren soll? War nämlich vorhin eine große Nachfrage irgendwie an Wolle, hätte ich gemeint. So, jetzt ist das schon wieder die Hälfte raus hier. Wahnsinn, was da an Kartoffeln gebraucht wird. Das ist dann auch das Feld, was am meisten Arbeit macht. Nicht bloß jetzt bei der Saat, sondern auch später bei der Ernte. So, jetzt ist der da hinten stehen geblieben. Der sagt jetzt natürlich, er ist fertig. Ja, mit ihm noch vorne bei der Straße ein bisschen machen. Ah, jetzt quatscht er da noch mit irgendjemand, den er da kennt. Ach, da halten wieder alle an. Der kennt hier auch alle, der Helfer. Sieht auf jeden Fall wenig aus, was da drin ist. So, die haben auch keine Zeit mehr, die Autofahrer heutzutage. So, jetzt noch auf der anderen Seite ein bisschen Feintuning und dann sieht schon mal ganz gut aus.
So, das sieht doch ganz gut aus, würde ich sagen. Der kann da noch Kartoffeln legen und ich werde mal hier noch den Fiat zurückbringen zum Hof. Dann schauen wir, wie weit er hier gekommen ist. Sollte aber auch gleich fertig sein. Machen hier noch das Feintuning fertig, also hier die Feldränder. Und ja, wenn wir denn soweit sind, ja, ist wahrscheinlich schon Sommer. Erster Sommertag müsste denn sein. Und dann muss ich meine Traktoren noch umbauen. Einen zum Düngen, einen zum Grasmähen. Und so weiter. So, der macht es doch super. Dann sage ich, danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.